und da war wieder so mein Bauchgefühl, das mir gesagt hat, nee, also irgendwas ist hier. Aber ich habe mich auch nicht getraut, etwas zu sagen. Hi, ich bin Patricia und ich bin gerade auf dem Weg zu Asu. Sie hatte 2 verpfuschte Nasenoperationen und das nicht etwa bei einem zwielichtigen Operateur im Ausland, sondern hier in Deutschland. Und was ihr genau passiert ist, das werde ich Sie jetzt mal persönlich fragen und ich nehme euch mit. Revisions-OP bei Frau Dr. Bergheit, das heißt, du wurdest schon mal voroperiert woanders. Mhm. Wie war das denn? Erzähl mal. Ich wurde sogar schon 2-mal voroperiert, auch hier in der Umgebung bei einem Arzt. Ja, ich habe mich mit frischen 18 Jahren operieren lassen, einfach weil ich eine recht markante Nase hatte, auch mit einem Höcker, und es mich sehr gestört hat. Halt, mein Seitenprofil hat mir nie gefallen. Ja, ich wurde dann auf diesen Arzt aufmerksam, weil er recht billig ist. Habe dann auch einen Beratungstermin ausgemacht bei einer Dame, die ich danach nie wieder gesehen habe, die auch eigentlich nicht so direkt mit der Operation zu tun hat. Sie hat mich über die Kosten aufgeklärt, über den Ablauf, und es stand alles schon recht fest, was passieren wird, ohne dass ich überhaupt gesagt habe, okay, ich bin damit einverstanden. Das hat mich auch irgendwie ein bisschen eingeschüchtert. Ich war generell unsicher und ich habe halt nicht auf mein Bauchgefühl gehört, das mir von Anfang an gesagt hat, da läuft irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Aber ich war so verzweifelt, dass ich halt das billigste Angebot in Anspruch dann genommen habe. Ich wurde dann 2 Wochen später auch operiert. Ich bin in die Praxis. Ich sollte eigentlich um 16 Uhr operiert worden, wurde aber dann erst um 22 Uhr operiert. Und da war wieder so mein Bauchgefühl, das mir gesagt hat, nee, also irgendwas ist hier. Mhm. Aber ich habe mich auch nicht getraut, etwas zu sagen. Ich war so verzweifelt und hatte doch noch Hoffnung, okay, komm, andere wurden hier operiert. So schlimm kann es nicht sein. Wir sind hier in Deutschland, als ob hier was Schlimmes passiert. Aber ja. Ich wurde dann um 22 Uhr operiert. Um 22.40 Uhr bin ich wieder aufgewacht und durfte direkt nach Hause gehen. Es wurde nur geschaut, ob ich stark blute. Das war nicht der Fall, also durfte ich direkt gehen. Nach der Operation war ich auch nur 3-mal in der Praxis. Einmal zum Fädenziehen, Tamponaden entfernen und die Gipsabnahme. Danach habe ich den Arzt nie wieder gesehen. Das wurde alles von Arzthelferinnen gemacht, die mir auch leider gar keine Fragen richtig beantworten konnten. Das hat mich auch etwas verunsichert. Ja. Und als der Gips dann entfernt wurde, meinte die Arzthelferin, ja, es kann auch ein bisschen komisch ausschauen, die Schwellung hin und her. Das wollte ich auch hören, weil als der Gips dann entfernt wurde, hat mir das Ergebnis gar nicht gefallen. Ich wollte einfach nur raus aus der Praxis. Ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, nee, das ist einfach nur eine komische Schwellung. Die ist nicht schief auf der linken Seite, ist einfach ungleichmäßig angeschwollen. Aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, das ist nicht ungleichmäßig angeschwollen, die Nase ist schief. Das war ja bestimmt ein traumatisierendes Erlebnis auch für dich. Auf jeden Fall. So einen großen Schritt zu gehen und dann ja so einen Rückschlag zu erleben. Auf jeden Fall, weil das war ja mein größter Wunsch, mich operieren zu lassen. Ich habe es mir dann ermöglicht. Aber ich war ganz und gar nicht befriedigt mit dem Ergebnis. Was mich bis heute immer noch verfolgt, ist einfach, warum ich so naiv war und mich habe operieren lassen, obwohl mir mein Bauchgefühl so viele Zeichen gegeben hat. Ich bin eigentlich gar kein naiver Mensch, der mit einer rosaroten Brille durch die Gegend läuft. Klar, ich bin optimistisch, aber auch ich bin zum großen Teil auch ein Realist. Und mir wurden so viele Zeichen gegeben und ich habe sie einfach aus purer Verzweiflung ignoriert und das Gute darin sehen wollen, obwohl darin nichts Gutes war. Außer dass es mich hat weniger Geld gekostet, was mir aber jetzt zum Nachteil wird, dadurch, dass wir nicht das ganze Ergebnis erreichen können, was wir eigentlich erreichen wollen. Und wann hast du dann die Entscheidung getroffen, dass du dich nochmal operieren lassen willst, ein zweites Mal? Genau 1,5 Jahre danach, als ich dann Anruf bekommen habe, ob ich zum Kontrolltermin kommen möchte. Und dann war der Arzt da, den habe ich dann das zweite Mal gesehen und habe ihm gesagt, ja, das stört mich, dass die Nase schief ist. Und er meinte auch, ja, das stimmt, die Nase ist schief, aber das ist nur ein bisschen Knorpel hier, kann ich abtragen, das ist eine Sache von 10 Minuten, das ist eine ganz kleine Sache. Und ich war total erleichtert, weil das wollte ich hören. Ja, das ja. war wieder so die Bestätigung, okay, es kann doch noch gut werden. Mhm. Haben wir auch einen Termin ausgemacht. Die OP ging auch wieder nur eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und wenn ich ehrlich bin, sehe ich keinen Unterschied zu vorher. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber meine Nase ist genauso schief wie vorher. Nachdem die erste OP nicht so geworden ist, wie du dir es vorgestellt hast, hast du dich ja wieder dazu entschieden, zum selben Arzt zu gehen. Wieso hast du dich dazu entschieden? Aus purer Verzweiflung. Ich wollte glauben, dass es besser werden kann und dass es nicht verfuscht wurde. Das wollte ich glauben. Ja. Und dann hast du dich ja jetzt dazu entschieden, dich noch ein drittes Mal operieren zu lassen. Ja, wie ist denn die Entscheidung gefallen? Also der Wunsch war schon die ganze Zeit da, dass meine Nase nochmal begradigt wird. Nur ich war mir halt unsicher bei der Ärztewahl, weil ich jetzt dadurch sehr vorsichtig wurde. Ja. Aber dann habe ich auf YouTube gesehen, dass die Body Trash sich hat die Nase machen lassen.
Und bevor ich überhaupt gesehen habe, wie das Endresultat ausschaut, bevor ich zu dem letzten Video gekommen bin, dachte ich mir schon, wow, also wo ist sie denn? Sie ist so oft in der Praxis, wird sich so gut um sie gekümmert und ich wurde dabei so sentimental, einfach weil ich das nicht kannte und weil ich durch das Video auch gemerkt habe, wie sehr sich um sie gekümmert wird, bin ich die ganzen Kommentare durchgescrollt. Ich musste einfach wissen, wo sie war. Und dann hat zum Glück eine Frau geschrieben, das ist eine typische Berghain-Nase, das erkenne ich direkt schon an dem ganzen Drumherum, wie sehr sich um sie gekümmert wird und was alles getan wird. Und so bin ich dann auf eure Instagram-Seite gestoßen und ich habe mir gefühlt jeden Beitrag, jedes Video angeschaut und ich wusste direkt, ich muss dahin. Und dann habe ich gesehen, dass es auch bei mir in der Nähe ist, selbst wenn nicht, es wäre für mich kein Hindernis gewesen. Und habe halt direkt ein Beratungsgespräch ausgemacht. Und als ich dann auch noch die Endergebnisse von der Bonnie Trash gesehen habe und die anderen Ergebnisse, wusste ich, wenn ich mich operieren lasse, dann von ihr, von jemand anderem. Schön. Ja. Und dann bist du zum Beratungsgespräch zu Frau Dr. Berghain gegangen. Mhm. Und wie hast du dich gefühlt danach? Und hast du dich gut aufgehoben gefühlt, was, so wie du das erhofft hast? Auf jeden Fall, wie ich es mir erhofft habe, sogar mehr. Einfach, weil ich das nicht gewohnt war, habe ich gar nicht mit so viel gerechnet. Und meine Erwartungen wurden auf jeden Fall übertroffen. Ich war dabei glücklich. Ich wusste, es wird gut werden und ich bin immer noch sehr glücklich darüber. Letztlich ist ja auch der Wunsch aus der Pubertät, einfach eine gerade Nase zu haben oder eine Nase, die deinem Gesicht passt, immer noch offen, ne? Ja, also das Thema ist immer noch nicht abgeschlossen, für mich auch nach 4 Jahren nicht. Ja. Und ich bin froh, wenn ich das Thema endlich hinter mir lassen kann, abschließen kann, weil das Thema mich schon sehr belastet. Ja. Bist du denn jetzt aufgeregt in Hinsicht auf die OP oder ist es eher Vorfreude oder wie fühlst du dich? Es ist Vorfreude. Also aufgeregt bin ich, aber es ist eine leichte Aufregung, auch eher positiv, weil ich weiß, dass es halt super werden wird. Und ich kann es kaum abwarten, bis es dann endlich losgeht. Also es ist mehr Vorfreude, ja, das stimmt. Du hast ja schon viel schlechte Erfahrungen gemacht und bist jetzt trotzdem, gehst so vertrauensvoll jetzt da rein. Ja, das kann zum Teil an meinem Optimismus liegen, aber auch einfach an dem Vertrauen zu Frau Dr. Berghain. Sie geht so transparent mit ihrer Arbeit um, auch ich habe sie bisher schon so oft gesehen. Und auch ihre Art, ihre zuversichtliche Art und diese Professionalität, die sie ausstrahlt und diese ganzen Berufserfahrungen, die sie gemacht hat. Also es kann ja nur gut werden. Na, ich freue mich für dich echt. Was stört dich denn jetzt genau an deiner Nase? Dass sie schief ist und dass sie von links und rechts unterschiedlich ausschaut. Also links sieht sie von der Seite stupsig aus und rechts von der Schräge sieht meine Nasenspitze sehr lang aus. Das kommt daher einfach, dass sie schief ist und dann halt in die eine Seite mehr eingebogen ist. Was wünschst du dir? Also wie soll deine neue Nase jetzt aussehen? Gerade und natürlich, so dass sie halt einfach zu meinem Gesicht passt, so wie ich sie mir schon immer gewünscht habe. Ich weiß allerdings, dass sie nicht zu 100% so werden kann, zu 80-90% ja, aber einfach aufgrund der vielen Schäden, die ich durch die 2 Voroperationen habe, kann die Frau Dr. Berghain mir das leider auch nicht zu 100% erfüllen. Das weiß ich schon, das haben wir abgesprochen, aber ich weiß trotzdem, dass sie auf jeden Fall viel, viel besser ausschauen wird, als sie jetzt ausschaut. Und in dem Beratungsgespräch wird ja auch immer eine Simulation gemacht. Und wie war das für dich dann, die zu sehen, also wie die Nase dann aussehen wird wahrscheinlich? Ja, ich hatte Gänsehaut. Also ich habe mich dann so gesehen, wie ich mich schon immer sehen wollte. Was würdest du denn jetzt Mädels raten, die eine Nasen-OP machen wollen, damit sie nicht das Gleiche erleben wie du? Auf jeden Fall sich lange Zeit lassen, aufs Bauchgefühl hören, vielleicht nach Ergebnissen fragen. Einfach damit so eine gewisse Transparenz herrscht und man so einen Einblick in die Ergebnisse erhaschen kann, wie der Arzt arbeitet, weil jeder Arzt hat ja auch seine Handschrift. Ja. Und zum größten Teil wirklich aufs Bauchgefühl hören wir auch. Ganz oft merkt man etwas, wenn es nicht gut laufen könnte. Leider geht es viel mehr jungen Frauen, als man denken würde, genauso wie ASO. Doch das Thema verpfuschte OPs ist leider ein Tabuthema und genau deswegen machen wir auch dieses Video, um euch aufzuklären. Wenn euch interessiert, wie es mit ASO weitergeht, wie ihre OP abläuft und ob es letztlich auch ein Happy End mit ihrer neuen Nase gibt, dann bleibt auf jeden Fall dran, abonniert unseren Kanal und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ein Like oder auch einen Kommentar oder sogar beides da lasst und wir sehen uns dann beim nächsten Mal im OP mit ASO. Bis dahin!